Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Tomb Raider, der erste Teil. So, wir sind im Kolosseum und ich werde erstmal schön von einem Krokodil angeknabbert. Halleluja. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Das war nämlich mein Firmenhandy. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. So auf dem Motto, bitte kommen Sie zurück sofort in 5 Minuten. Weil Firma steht in Flammen und wir brauchen sie. Ja, so ungefähr. So, Secrets. Secrets gibt es 3 Stück. Das Schlimmste ist, ich weiß, wo da die Secrets sind. Zumindest 2 Stück weiß ich. Secret Nummer 3, muss ich jetzt mal schauen. Weil Secret Nummer 3, das kann ziemlich berstig werden, weil das auf Zeit wieder ist. Und wir haben es ja schon bei dem einen Secret gesehen, wie super toll ich sowas finde. So. Doll, doll, super toll. Hier wird es jetzt interessant, weil... Ich muss ganz darüber springen. So. Und hier ist tatsächlich das erste Secret. Beinhaltet Shotgun Muni. Wisst ihr was? Ich spring einfach runter. Ich verliere zwar jetzt ein bisschen arg viel Leben, aber egal. Da unten ist nämlich noch ein großes Medipack, das möchte ich ganz gerne haben. Ich wollte eigentlich nicht so wunderschön drauf springen. Ich wollte nämlich hier unten weiter lang. Weil das ist dann doch ein bisschen... Wir möchten da... Ich möchte das ganz gerne haben. Ach ja. So. Hier geht's nämlich weiter. Und oh Wunder, ich meine, die Level sind nicht ganz so klein wie jetzt in Peru.
aber secretmäßig ist es tatsächlich so, hier ist schon das zweite Secret. Nein, es befindet sich nicht dort unten. Sondern da oben. Man sieht die Spalte. Da befindet sich doch tatsächlich noch ein Secret. Also die ersten zwei sind wieder sehr nah aneinander gepackt. Das Lustige ist, man läuft ja auch... Ich meine, das erste Secret, gut, okay. Da gebe ich offen und ehrlich zu, das ist wirklich jetzt gemein versteckt. Kommt man so nicht drauf, wenn man es nicht aus dem Augenwinkel irgendwann mal gesehen hat oder so. Aber hier das zweite Secret, das ist eigentlich schon sehr offensichtlich. Also, das, wenn man das verpasst, meiner Meinung nach, ja. By the way, Lara hatte mich in der letzten Aufnahme doch sehr geärgert. Vor allen Dingen danach. Ich war am Überlegen gewesen, übrigens hier ist das Secret. Ich war am Überlegen gewesen, sie an dem Stein der Bestrafung vielleicht nochmal so ein bisschen zu konfrontieren. Ich habe es dann schlussendlich dann doch nicht gemacht. Aber naja. Wie sagt man noch so wunderschön? Jedem das Seine. So, wir könnten jetzt hier das Tor aufmachen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Hervorrufen tut das einfach nur ein Löwen. Und zwar, ist das der Löwe, der nämlich am Eingang stehen wird. Dürfte. Und da haben wir auch wieder unseren Tierschützerfreund. Ich glaube, hier war das auch gewesen, dass ich gesagt habe, Tierschützerfreund. Das ist auch wieder weg. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ging es hier eigentlich nochmal los? Also, bezüglich Secrets habe ich mich informiert. Allerdings auch nur, ich meine, zwei wusste ich so oder so, die habe ich schon so gesehen. Das erste und das zweite. Das dritte wusste ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo das jetzt liegt, das ist das Problem. Ansonsten würde ich ja auch sagen, so von wegen, haha, das ist da und da und da. Damit ist er... Der Affe. Schon mal hin als auch über. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Musste man jetzt da oben hin oder musste man nach unten? Ich glaube, man musste zuerst nämlich nach unten. Stark auf, Lara. Ja, man musste erstmal nach unten. Gut. Man musste erstmal ins Kolosseum rein.
Was eigentlich auch so ein bisschen unsinnig ist, weil das Kolosseum ist eigentlich eine römische Erfindung. Und keine griechische. Zumindest kenne ich jetzt kein Kolosseum, was in, oder ein Kolosseum, was von den Griechen erbaut worden ist. Ich weiß, dass die Griechen. Da ist ja noch einer. Ich weiß, dass die Griechen ein sehr athletenlastig war. Deswegen Olympische Spiele. Olympus. Griechisch. Aber ansonsten. So, nicht hier reinfallen. Das wäre tödlich. Wenn man so sieht. Auch wenn ein gewisser guter Kumpel von mir da reingefallen ist und das überlebt hat. Weiß der Geier, wie er das gemacht hat. Irgendwie so pixelgenau zwischen zwei Dingern hingestellt und dann hat er es irgendwie hingekriegt. Aber naja. Ich glaube, das öffnet das Gitter. Jupp. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, gab es hier irgendwo noch was? Ich schaue mich lieber ein bisschen genauer um. Denn genaueres weiß man ja erst, wenn man sich genau umgesehen hat. Gut. Übrigens, Pierre de Pont kommt, glaube ich, zwei, dreimal nochmal vor. Ich finde es übrigens auch sehr interessant, dass hier jetzt wieder Löwen sind. Um genau zu sein, drei an der Zahl. Ich werde den Speicherkristall noch nicht verwenden, weil im Moment macht es aus meiner Sicht halt wenig Sinn. Den jetzt zu verwenden. Oh ja, hier gab es zwei Dinge zu beachten. Zum einen musste man nämlich hier rein, was einem nämlich nichts gebracht hat. Ja, das Ganze bleibt dann doch ein gutes Weilchen offen. Es sei denn, man benutzt den Schalter.
Die sind nur dazu da, um damit Mana wieder rauskommt. Dann gibt es diesen Schalterchen hier. Der ist dazu da, um nämlich das eine Tor hier drüben dann zu öffnen. Um diesen Schalter hier nämlich zu öffnen. Und der führt dann raus. Jetzt frage ich mich aber mal, wie kann man bitteschön so ein Design machen? Das kommt. Ja. Weil Lara mal wieder meinen musste, gegen eine Wand laufen zu müssen. Irgendwo an der Ecke und dann auch festzubleiben. Das hängengebliebene Kind.